Eine steile, für manche gar reißerische These, mit der wir ins Video starten. Aber was ist an dieser These dran? Und um nicht groß um den heißen Brei zu reden, legen wir direkt los. Der Anthropologe Stanley Ambrose begründet diese gewagte Hypothese mit seiner Toba-Katastrophentheorie. Dieser nach trat der genetische Flaschenhalseffekt nach einer großen Naturkatastrophe auf. Aber was ist dieser genetische Flaschenhalseffekt? Als genetischen Flaschenhals bezeichnet man in der Genforschung das Phänomen einer starken genetischen Verarmung. Das heißt, die einzelnen Individuen einer Art ähneln sich immer mehr, bis es irgendwann zu einer Art Inzucht kommt, die diese Art im schlimmsten Fall aussterben lässt. Es kommt dazu, wenn es nur noch sehr wenige Individuen einer Art gibt. Zur Veranschaulichung einige Beispiele aus der Tierwelt. Es gibt mehrere Fälle, in denen man heutzutage schon vom genetischen Flaschenhals spricht, wie zum Beispiel beim Davidshirsch, dem kalifornischen Kondor, dem Alpensteinbock und dem Wisent. Da die Population dieser Tiere so gering ist, dass ihre genetische Vielfalt stark eingeschränkt ist. Ein noch besseres Beispiel ist jedoch der Gepard. Dieser ist in den letzten Jahren durch einen so extremen genetischen Flaschenhals gegangen, dass man heutzutage fast von jedem Geparden Gewebe entnehmen kann und in einen anderen Geparden einsetzen kann, ohne dass es zu einer Abstoßreaktion des Körpers kommt. Um den genetischen Pool wieder zu erweitern, werden Zootiere, die aufgrund von Platzmangel nicht oft in diesen vertreten sind, extra zur Paarung mit Tieren von weit entfernten Zoos aufwendig zusammengebracht. So wird dem Aussterben entgegengewirkt. Denn wie jeder weiß, erhöht eine ähnliche DNA die Wahrscheinlichkeit auf Erbkrankheiten und Unfruchtbarkeit. Manchmal wird der genetische Flaschenhalseffekt aber auch mit Absicht herbeigeführt. Zum Beispiel in der Forschung bei Tierversuchen. Bei Mäusen ist es sehr wichtig, dass jede Maus der anderen so ähnlich wie möglich ist. Denn nur so kann man fundierte Testergebnisse sammeln und reliable wissenschaftliche Daten postulieren. Was alle Tierschützer jetzt auf die Barrikaden springen lässt, ist, dass 70% der Tiere dieser Inzuchtlinie ausgemustert werden, da genannte Probleme bei ihnen auftauchen und bei der Forschung hinderlich sind. Nun aber zurück zum Menschen und der Hypothese Stanley Ambroses. Dieser bezieht sich in seiner Theorie auf einen Ausbruch des Vulkans Toba auf der Insel Sumatra. Dieser Ausbruch war 100-mal größer als die größte vulkanische Eruption der letzten 1000 Jahre. Sie geschah vor ca. 74.000 Jahren und war so fatal, dass sie eine extreme Kälteperiode hervorrief, die über 1000 Jahre anhielt und den Homo sapiens an den Rande des Aussterbens brachte. Ambroses postuliert, dass es nur noch so wenige Exemplare des damaligen Menschen gegeben hat, dass man von einem genetischen Flaschenhals sprechen muss. Die angegebene Anzahl der Überlebenden ist erschreckend. Es soll nur noch 1000 bis 10.000 Menschen gegeben haben, die größtenteils in Afrika lebten und daraufhin Europa und Asien besiedelten und so den Populationsengpass überwanden. Heißt das also, dass wir Menschen dem Aussterben vor 70.000 Jahren gerade so von der Schippe gesprungen sind? Naja, einige Kritiker stellen die Theorie Stanley Ambroses entschieden in Frage. Zwar ist sich die Wissenschaft einig darüber, dass es den Vulkanausbruch gab und dieser auch einer der stärksten Ausbrüche der letzten Jahrtausende ist, aber über die Auswirkungen auf den Menschen streiten sie sich. Denn bei Ausgrabungen wurden zum Beispiel oberhalb der Schicht der Vulkankatastrophe nahezu dieselben Fossilien und Spuren entdeckt wie unterhalb dieser, also vor der Katastrophe. Spuren weisen sogar eher darauf hin, dass sich die Population des Homo sapiens kurz vor dem Vulkanausbruch vermehrt hat. Zwar widersprechen aktuelle Forschung und Wissenschaftler der Theorie Ambroses, jedoch stimmen sie ihm so weit zu, dass der Mensch tatsächlich kurz vor dem Aussterben stand. Aber nicht vor 70.000 Jahren, sondern während der vorletzten Kälteperiode, vor 195.000 bis 123.000 Jahren. Denn DNA-Analysen zeigen, dass dem Homo sapiens, also uns, wirklich eine genetische Vielfalt fehlt. Vor dieser Zeit lebten stets über 10.000 erwachsene Menschen im zeugungsfähigen Alter. Nach der Kälteperiode nur noch knapp 100. Wahrscheinlich warten treue Zuschauer immer noch auf das Rätsel, welches sich innerhalb meiner Videos offenbart. Doch heute muss ich euch diesbezüglich leider enttäuschen.
Jedoch bin ich während einer meiner Recherchen auf dieses Thema gestoßen und fand es sehr berichtenswert, da es uns alle betrifft. Und wenn man möchte, kann man trotzdem ein kleines Rätsel hineininterpretieren. Denn man ist sich zwar sicher, dass es in der Geschichte des modernen Menschen einen genetischen Engpass gab, doch wann und warum dieser entstand, ist unklar. Falls euch das Thema interessiert, habe ich euch einmal einen lesenswerten Artikel verlinkt. Meine Quellen stehen wie immer auch in der Infobox. Mich würde eure Meinung zu dem Thema interessieren und ob euch solch eine Berichterstattung gefällt. Denn wenn man ehrlich ist, ist das Leben an sich das größte Mysterium. Und es offenbart sich uns täglich. Ach, ist das schön, ein Video mit solch einem oberflächlichen, pathetischen Satz zu beenden. Falls euch das Video nicht gefallen hat, seid beruhigt. Ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen noch genug auf eure Kosten kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen ersten Advent. Bis dahin. Ich meine natürlich, vielen Dank fürs Zugucken, gute Nacht und bis dann.